Freunde, herzlich willkommen bei Rockets Channel. Dies ist mein letztes Video in diesem Jahr. Und zwar geht es um Dirt Rally VR. Das liegt mir sehr am Herzen, hatte ich schon lange vor, mal zu machen als Video. Aber irgendwie kam es noch nicht dazu. Da es heute der letzte Tag ist, wurde es allerhöchste Zeit, dass ich es wirklich noch zu Ende bringe. Und ich möchte euch eigentlich erstmal das Wichtigste vorführen. Und zwar geht es beim Rallyfahren in erster Linie um die Streckennotiz, wie der Beifahrer das Gebetsbuch vorliest. Und dazu lasse ich euch einfach mal das Tutorial-Video laufen. Da wird es eigentlich sehr gut erklärt. Und anschließend werde ich es wohl noch, ja, ich weiß nicht, ob es beim Fahren. Im Gegensatz zu Rennstrecken, bei denen Fahrer jeden Zentimeter der Strecke auswendig kennen, sind Rallyefahrer hunderte Kilometer einzigartiger Straßen in jeder Rallye ausgesetzt. Damit sie also so schnell und so sicher wie möglich unterwegs sein können, müssen sie auf die Ansagen achten. Nicht alle Aufschriebe sind gleich. Es hängt vom Fahrer und seinen eigenen Vorlieben ab, welches System und welche Ansagen zum Einsatz kommen. Und von daher unterscheiden sie sich auch bei jedem Fahrer. Es gibt verschiedene Varianten von Gebetbüchern, die vom Co-Piloten verwendet werden. Aber in Dirt Rally wird 6 bis 1 verwendet, welche durch den legendären Fahrer Colin McRae bekannt wurden. In diesem System steht 6 für die schnellste, am wenigsten scharfste Kurve und 1 steht für eine langsame Kurve, die fast einem 90-Grad-Winkel entspricht. Außerdem gibt es die Bezeichnungen 90 Grad, Kehre und Scharf für noch engere Kurven. Es gibt das allgemeine Missverständnis, dass die Zahlen sich auf den zu verwendenden Gang beziehen. Aber das ist nicht immer der Fall. Wenn man von einer Rechts-2-Kurve im zweiten Gang kommt und direkt in eine Links-6-Kurve fährt, wird man höchstwahrscheinlich nicht direkt in den sechsten Gang schalten. Entfernungen werden allgemein in Metern gemessen, zum Beispiel 60, 80 oder 100. Es sei denn, die Kurven liegen sehr dicht beieinander, woraufhin man dann und oder innen benutzen kann. Zusätzliche Ansagen bezüglich der anstehenden Straßenbegebenheiten sind also notwendig. Ansagen wie zum Beispiel Vorsicht, Achtung oder Gefahr deuten an, dass ganz besonders umsichtig gefahren werden sollte. Ansagen wie Macht auf, Macht zu oder Macht stark zu werden verwendet, wenn sich der Kurvenwinkel mitten in der Kurve ändert. Die Länge der Kurven werden auch durch Halblang, Lang oder Über angesagt. Kuppen, Wellen oder Sprünge und andere zu überquerende Abweichungen, wie zum Beispiel Straßenwölbungen, Senken oder Spritzwasser, werden auch angesagt. Die vielleicht wenigsten aller Ansagen sind die, die einem vor Hindernissen warnen. Wird man vor ihnen gewarnt, sollte man es vermeiden, Kurven zu schneiden oder bei Kurvenausgang zu weit von der Straße abzukommen. In solchen Situationen warnt einen der Co-Pilot durch nicht schneiden. Es ist extrem wichtig, dass man auf die Ansagen des Co-Piloten achtet und in solchen Situationen nicht die Kurve schneidet. Ja, wie in dem Video gesagt, ist es halt das Wichtigste, dem Beifahrer zuzuhören, dem Co-Piloten. Das Gute an VR-Rally ist, dass man nicht wie bei den anderen Rally-Spielen dieses Cockpit-Feeling diesmal hat. Also das war für mich immer das größte Problem. Ich konnte einfach nicht in diesem Cockpit fahren und konnte mich da nicht richtig einfinden, wie ich die Kurven anfahre, und es kam überhaupt kein richtiges Feeling rüber. Jetzt bei VR-Rally ist es so geil, man sitzt in dem Auto und man kann das richtig mitfühlen, wie man da über die Strecke ballert. Und man muss sich halt nur noch daran gewöhnen, was der Fahrer sagt, der Beifahrer sagt, und muss das dann halt umsetzen. Man kann hier noch das Timing einstellen, aber das ist jetzt zu viel Gedönse. Lass uns einfach mal auf die Strecke gehen und schauen, wie es abgeht. Viel Spaß! Ja, dann wollen wir uns das mal auf der Strecke angucken. Ich habe mal die Kameraperspektive heute anders ausgerichtet wie gewohnt, damit ihr auch mal seht, wie viel ich an der Handbremse arbeite. Ich habe jetzt mein sequenzielles Schaltgetriebe, also meine sequenzielle Schaltung, auf Handbremse umgebaut. Das heißt, wenn ich hochschalten würde, ziehe ich halt die Handbremse. Ja, wie in dem vorherigen Video beschrieben, muss man halt auf den Beifahrer hören. Das ist das A und O, und man muss sich halt erstmal jetzt dran gewöhnen, die Abläufe zu koordinieren, dem Fahrer zuzuhören
Und zur Hilfe hat man halt noch die Symbole oben in der Mitte eingeblendet. Erfordert einigermaßen Übung und man darf halt nicht vergessen, das ist jetzt eine ganz andere Liga, so eine Rallye. Wobei dieses VR-Rallye gefällt mir sehr gut, weil die vorherigen Rallye-Spiele konnte ich nie wirklich in der Cockpit-Perspektive spielen. Das kam alles nicht so rüber, so authentisch rüber, wie man es eigentlich brauchen müsste. Und jetzt in VR ist es wirklich genial. Man sitzt im Cockpit, man kann sich voll auf die Strecke konzentrieren, man hat dieses absolute reale Feeling und das ist was ganz Besonderes. Deswegen möchte ich diesem Spiel das Video des letzten Jahres, also das letzte Video des Jahres widmen. Und ja, genug gequatscht. Wir fahren jetzt einfach mal eine Runde, damit ihr seht, wie das hier abgeht. Also wie in dem vorigen Video erklärt, bezieht sich die Zahl nicht auf den Gang, sondern auf die Stärke der Kurve, wobei 1 halt eine enge Kurve ist, 6 ist eher eine langgezogene Kurve und die Meterangabe bezieht sich einfach nur von dem einen Punkt bis zur nächsten Kurve, wie viel man an Distanz noch zu fahren hat. Also es ist relativ schwierig, dem Fahrrad zuzuhören und das alles umzusetzen, aber das ist Übungssache. Es macht tierisch Bock. 5. Und wie gesagt, genug geplaudert, wir fahren jetzt los und ich werde jetzt mal nicht reden. Vorsicht! Rechts 3 über 100. Links 6 vielleicht Sprung 100. Rechts 6 durch Senke 80. Achtung, links 5 Sprung 60. Links 3 halb lang 60. Oh, mit Überschlag, geil. Links 4 über Kreuzung macht auf. Und links 5. Rechts 4 macht zu bis 3, in sofort 90 Grad rechts, nicht schneiden. 60. Rechts 5 halb lang. In links 6 halb lang. 60. Kurve in 90 Grad rechts, spät, nicht schneiden. 80. Rechts 6 durch Senke Kuppe. In rechts 5 lang. In links 1 lang. In rechts 4 macht zu. Und rechts 5 halb lang 80. Rechts 2 macht zu bis 1,60. Rechts 6 über Kuppe. Links 4 lang. Und links 2. Macht auf 60. Links 5 lang über Kuppe. Rechts 6. Links 6 verläuft über Sprung. Achtung, links 6 Sprung mittig halten. Links 6. In rechts 5 nicht schneiden 60. Rechts 2. Scheiße. In links 2 macht auf lang. Und links 6. Und rechts 6, in links 6. In Achtung, rechts 5, macht zu, nicht schneiden über Kreuzung. In 90 Grad links. Rechts 3. Ah, ist noch zu stark. In links 2, macht zu. In links 6. Rechts 3, halb lang durch Senke. In links 3, lang. Rechts 5, 60. Rechts 5 lang, in rechts 5 lang. Kehre rechts 60. Kehre links. In rechts 5 lang. In rechts 5, 40, über Kreuzung täuscht. Links 3. Rechts 4, nicht schneiden. Links 3, halb lang, nicht schneiden, 60. Links 4, lang, über Kuppe, innen halten. Und rechts 6, 60. Achtung, kehre rechts 100. Ah, oh, das ist schwer. Scheiße. Spät, Mann. Links 6. Rechts 6, über Welle 60.
Vorsicht, rechts 5 lang, in Kehre links. In links 6 halb lang, 150 über Welle Senke. Links 6 und rechts 6 über Welle 60. Achtung, links 6 halb lang, Gruppe Sprung, mittig halten und links 6. In scharf rechts 40 bis Ziel. Wow. 3,53. Hey, sogar der erste Platz. Wahnsinn. Ja, Freunde, ich sag mal, dieses Spiel ist sehr, sehr umfangreich. Es werden sehr viele Tutorial-Optionen angeboten. Man kann sich das Auto in allen möglichen Lagen einstellen. Lenkrad, Nullpunkt, Todpunkt und Spiel und alles. Es geht beim Pedal weiter. Man kann das Kupplungspedal mit benutzen, die Bremse und, und. Darauf möchte ich jetzt in dem Video noch nicht eingehen. Das sind jetzt für mich, war wichtig, dass diese Grundlagen des Gebetsbuchs verstanden werden, dass man weiß, was erzählt mir der Beifahrer da eigentlich für einen Quatsch und wie reagiere ich am besten und wie finde ich mich in dieses Rallye-Spiel ein. Ich muss sagen, für den geringen Preis, für den es dieses Spiel im Moment gibt oder mittlerweile gibt, ist es also vom Fahren her das realistischste Spiel überhaupt. Ist auch sehr beliebt und es ist von der Fahrphysik einfach eine richtige Herausforderung. Jeder, der auf Rennsimulationen steht, der sollte sich das mal wirklich mal antun und gucken, das was für einen ist. Ja, ich weiß nicht, ob euch das Video gefallen hat. Wenn ja, lasst einen Daumen oben da. Ansonsten wünsche ich euch einen guten Rutsch, ein erfolgreiches Jahr 2019, bleibt gesund und wir sehen uns im neuen Jahr. Ciao, ciao. So, meine lieben Freunde, das war's mal wieder für heute. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, dann vergesst den Daumen hoch nicht. Wenn ihr nichts verpassen wollt, dann könnt ihr mich gerne kostenlos abonnieren. Das würde mich sehr freuen. Ansonsten freue ich mich über jeden Kommentar und hoffe, wir sehen uns bald wieder hier auf Rocket Channel. Bis bald.